Sie sind ja schon da. Ich habe Sie noch gar nicht bemerkt. Aber gut, dann herzlich willkommen zur Videoandacht für den Monat April. Schön, dass Sie da sind. Heute nach längerer Zeit mal wieder hier draußen im Pfarrgarten hinter der Emmauskirche. Ja, ich bin gerade dabei, Ostereier zu verstecken für die Kinder. Denn die können die Eier dann nach dem festlichen Ostergottesdienst suchen. Da gehen wir nämlich hier raus in den Garten, ins Grüne. Und die Bläsergrube ist dabei, es gibt festliche Musik. Das stelle ich mir richtig schön vor. Ich denke, dass dann auch alle Bäume und Büsche richtig in österlicher Blüte stehen. Ist ja im Moment noch nicht so ganz der Fall. Die Zweige sind noch ziemlich kahl und es ist auch noch ziemlich kalt. Da muss das österliche Leben, das jetzt verborgen ist, noch erst hervorbrechen. Ja, aber ich bin ja auch noch nicht so weit. Muss erst noch Verstecke für die Eier finden. Glauben Sie, das ist gar nicht so einfach. Denn zu leicht dürfen die Verstecke nicht sein. Man muss sich ja schon ein bisschen Mühe geben beim Suchen. Aber zu schwer darf es dann auch nicht sein. Dann ist die Lust am Suchen schnell dahin. Wir können ja mal gucken, ob wir noch andere Verstecke finden. Vielleicht da oben beim Apfelbaum. Das ist der alte Apfelbaum hier im Garten. Und wer die Andachten schon länger verfolgt, weiß, das ist mein Lieblingsbaum. Der hat für mich schon selber ein bisschen was Österliches. Er sieht ja schon alt verknorpelt, fast ein bisschen verstorben aus. Aber jedes Jahr kriegt er neue Blüten und oft hängen auch viele Früchte dran. Und auch die Vögel sorgen für dieses österliche Leben. Da nisten Meisen in einem Astloch und weiter oben die Stare. Ja, aber jetzt nach Verstecken gucken wir ja. Eigentlich kriegt man ja Lust, dass man die hier vielleicht so ein bisschen außen befestigt, aber da rollen die Eier schnell weg. Das würde gehen vielleicht, ja, aber ist so offensichtlich. Hier ist ein ganz großes Astloch, geht richtig tief darunter. Kann ich das eigentlich reinlegen, ist es gleich verloren. Aber das hier, das ist, glaube ich, ein guter Platz. Wenn man sich klein macht wie ein Kind, kann man es erst gar nicht sehen. Da muss man schon ein bisschen gucken. Und wenn man klettert, über die Leiter hochgeht, dann hat man das Ei. Ich glaube, lasse ich mal liegen. Das können wir mal so ausprobieren. Ist das nicht toll? Hier haben wir sogar einen Strauch, der schon ein bisschen weiter ist mit seinen Ostervorbereitungen. Der blüht schon richtig. Aber wir waren ja eigentlich beim Eierverstecken. Suchen und finden, etwas, was verborgen ist, aufdecken, das ist ein Spiel, das Kindern immer wieder von neuem Freude macht. Und auch einige Erwachsene haben viel Spaß daran. Aber die Frage ist dann ja auch, wo kommt dieser Brauch eigentlich her? Wie bei so vielen Bräuchen hat das Eierverstecken seinen Ursprung in vorchristlicher, also in heidnischer Zeit. Damals verehrten die Menschen eine Frühlingsgöttin, die hieß Ostera. Ostern, Ostera, Sie hören den Zusammenhang. Und die galt als eine Fruchtbarkeitsgöttin, die verantwortlich war für das neue, frische, aufblühende Leben im Frühjahr. Und als ein Zeichen des Dankes und der Ehre hat man dieser Göttin Eier geschenkt. Sie können sich vorstellen, als dann der christliche Glaube kam und die ersten Bischöfe davon erfuhren, fanden die diesen Brauch gar nicht gut. Haben also versucht, den Leuten das zu verbieten, dieser Göttin Eier zu bringen. Und was machen Menschen, wenn ihnen etwas verboten wird? Sie machen es heimlich. Also haben sie die Eier gebracht und haben sie versteckt. Im Christentum wurde dieser Eierversteckbrauch dann übernommen und natürlich kriegte er im Zusammenhang von Passions- und Fastenzeit seinen Ort. Stellen Sie sich vor, 7 Wochen kein Fleisch, aber wenn man es richtig hart machte, eben auch keine anderen tierischen Produkte. Kein Käse, keine Milch und eben auch keine Eier. Aber was tun, wenn die Hühner in dieser Fastenzeit trotzdem Eier legen und das noch umso mehr? Da blieb nur, die Eier hart zu kochen
und aufzuheben. Und dann konnte man die ab Ostern essen. Gefärbt, also so schön bunt gemacht, wurden die dann nur, damit man die rohen Eier von den gekochten Eiern unterscheiden konnte. Also das eigentlich Schöne ist ein Nebeneffekt. Ja, würden Sie das bitte mal halten? Dankeschön. Nun weiß jeder, der so ein Ei in Händen hält, dass da drin auch neues Leben steckt. Das sieht man nur erstmal nicht bei dem harten, runden und nach außen verschlossenen Körper. Aber man sieht es, wenn aus einem ausgebrüteten Ei am Ende ein Küken schlüpft und die Schale nach außen zerbricht. Und das hat man dann übertragen, auch auf die Deutung Jesu Christi. Man konnte nämlich in dem Ei auch das Grab Jesu sehen. Da liegt der Gekreuzigte verborgen und tot, bis er am Ostermorgen von den Toten auferweckt wird und aus dem Grab hervorbringt, um uns ein neues österliches Leben zu bringen, das uns für alle Zeit und ewig mit Gott verbindet. Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, wir bekommen österliches Leben, das frei macht und alle Fesseln löst. Und als Zeichen dafür schenken wir einander bunte Ostereier. Ist das nicht schön? Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, dann kommen Sie am Ostersonntag um 11 einfach hierher in den Pfarrgarten und feiern Sie mit. Wir freuen uns auf Sie. Und bis dahin sage ich, bleiben Sie behütet. Friede sei mit Ihnen. Amen.